Jahrtausende waren sie die größten und auch die einflussreichsten im europäischen Naturraum. Die Wildrinder, Wisent und Ur. Ihre Spuren fand man in ganz Europa, Nordafrika bis nach Asien. Unsere Urahnen malten sie an Höhlenwände. Heute Touristenattraktionen in Frankreich, Spanien und Nordafrika. Damals wahrscheinlich in Dankbarkeit und zur Ehre verewigt. Denn Jahrtausende dienten uns die Wildrinder als Nahrung und als Ausgangsmaterial für Bekleidung und Werkzeuge. Vor ungefähr 8000 Jahren sollen Hirten die ersten gezähmten Ure alias Auerochsen gehütet haben. Dort in Vorderasien kam die recht kleinwüchsige Unterart des Ur vor. Hier in Mitteleuropa fand man Knochen, die auf bedeutend größere Auerochsen schließen lassen. Doch die Landwirtschaft breitete sich aus und verdrängte die Wildrinder. Bis ein Jäger den letzten Ur bei Warschau 1627 niederstreckte. Erst die Gebrüder Heck, Zoodirektoren in München und Berlin der 1920er Jahre, züchteten aus Hausrindern den Ur zurück. Das Aussehen, das Verhalten, die Lebensfähigkeit, ganzjährig in freier Natur zu überleben und sich selbstständig fortzupflanzen, bestätigten ihren Erfolg. Heute vermehren sich Ure in vielen großen Naturschutzgebieten. Gemeinsam mit Hirschen, Mufflons, Hasen und Wildschweinen oder auch Wildpferden entwickeln sie ihre Weidegebiete zu neuem Leben. In den dicht besiedelten Niederlanden befindet sich eines der bedeutendsten Schutzgebiete Europas, Oostvaardersplassen. Es umfasst 50 Quadratkilometer. Über 500 Ure leben hier völlig sich selbst überlassen mit Hirschen und Wildpferden. Seitdem ließ sich feststellen, dass unter den Einflüssen der Weidegänger die Artenvielfalt und die Dichte der Individuen der Arten zunahm. Außerdem siedelten sich seltene Arten wieder an. Auch in Deutschland weiden Ure ganzjährig in einigen Schutzgebieten. Allerdings lässt man sie hier nur auf relativ kleinen Flächen leben und zudem werden sie auch noch intensiv betreut. Als Herdentiere leben Mutterkühe mit ihren Kindern und Geschwistern eng zusammen. Alle respektieren die Leitkuh. Stiere ziehen in losen Junggesellengruppen umher. Zur Brunft im Sommer zieht es die Stiere zu den Herden der Kühe. Mit Ritualen wird die Rangordnung abgeschätzt. Aber die Regeln der Dominanz werden offensichtlich nicht allzu ernst genommen. Gemeinsam mit Hirschen, Wildpferden
Nagern, Hasen, Kaninchen und ihren Vettern die Wiesente ernähren sich die Ure von Pflanzen. Bis zu 30 Kilogramm täglich kann ein Ur verzehren. Der große Nahrungsbedarf der Weidegänger hinterlässt deutliche Spuren in der Vegetation. Da sie bevorzugt frisch nachgewachsene Süßgräser und nur bestimmte Kräuterweiden, entstehen Kurz- und Langgrasbereiche sowie Staudenhaine und dornige Strauchhecken. Sie bilden, wie die Disteln, wichtige Strukturelemente für die Artenvielfalt. Zur Blütezeit und Fruchtreife ziehen sie unzählige kleine Tiere an, wie den Stieglitz, Tagpfauenauge, Fliegen, Hummeln, einen Nachtfalter mit Namen Hausmutter und eine Menge Käfer. Sie garantieren nicht nur die Bestäubung und damit die Vermehrung der Pflanzen, sondern liefern mit ihrer eigenen Vermehrung, vor allem im Raupenstadium, die Hauptnahrung für kleine Wirbeltiere wie den Singvögeln und den Fledermäusen. Außerdem schafft diese Weidestruktur Sicht- und Singwarten für die Schafsstelze, dem Braunkehlchen, dem Feldschwirl, dem Sumpfrohrsänger oder auch dem Schwarzkehlchen. Ebenso bieten sie gut geschützte Nistplätze für Bodenbrüder, denn die besonnenen Rinder gehen um die Staudeninseln herum. Selbst der Weidegang der Rinder begünstigt den Nahrungserwerb von Schaf- und Bachstelze. Wenn sie die sich sonst versteckenden, dann aber von den Rindern aufgescheuchten Insekten fangen können. Auch der Kot der Weidegänger bietet manchen Käfern und Fliegen eine Lebensgrundlage, die wiederum die Nahrungsgrundlage von kleinen Wirbeltieren eben wie den Fledermäusen und den Vögeln gewährleisten. Deutlich verursacht der Weideeinfluss eine Zunahme der Bodenlebewesen. Eine Vielzahl von Würmern, Käfern, Maden, Asseln, Tausendfüßer, Maulwurf und Nager wühlen im Boden. Sie durchmischen den Boden, wirken der Versauerung des Oberbodens entgegen und düngen den Boden, indem sie organische Substrate zu pflanzenverfügbare Nährstoffe zersetzen helfen. Der Stoffumsatz wird beschleunigt und steigert die Produktivität des Ökosystems. Viele Lebewesen, besonders die nicht so einflussreichen, es sind oft auch die seltenen Arten, können davon profitieren. Gemeinsam mit den anderen Pflanzennutzern können die Weidegänger durch ihren permanenten Nahrungsbedarf Landökosysteme in der Weise gestalten, dass sich offenes Weideland mit Gebüschhecken, darin entstehender Baumbestand bis zum lichten Wald abwechseln würden. Das entspricht exakt den Lebensraumansprüchen des Roten Milans. Dessen Hauptverbreitungsgebiet bestimmt nicht zufällig Mitteleuropa ist. Außerdem bietet dieser Wechsel und der fortwährend langsame Wandel der Vegetationsstrukturen allen mitteleuropäischen Pflanzen und Tieren die optimalen Lebensräume. Ebenso empfinden wir diese Strukturvielfalt von Vegetationsformen als attraktiv und erholsam, wie es alle Landschaftsparks beweisen. Trotz dieser Tatsachen wird im Umgang mit den Naturschutzgebieten, vor allem in Deutschland, deutlich, dass die natürlichen Nutzer der Pflanzen und damit die ursprünglichen Einflussnehmer auf die Ökosystementwicklung regelrecht verleumdet werden. So werden bei der bis jetzt gültigen wissenschaftlichen Herleitung zur Naturentwicklung Mitteleuropas die natürlichen Pflanzenkonsumenten nicht mit berücksichtigt.